Hallo und seid mir ganz herzlich willkommen zurück zu Ravensword. Wir haben es geschafft. Wir haben jetzt tatsächlich den dritten Ravenstone. Dazu mussten wir den Prinz der Dunkelelfen besiegen. Da habe ich mich ein bisschen deppert angestellt. Aber am Ende ging es dann doch relativ einfach. Einmal in den Stealth und dann war die Geschichte auch wirklich erledigt. Jetzt sind wir wieder hier. Unmittelbar nach dem Sieg. Ach ja, genau, wir haben ihn leben lassen. In dem Zweikampf hatte ich am Ende dann die Wahl, ob ich den Prinz leben lasse oder erschlage. Aber er schien mir durchaus ein Ehrenmann zu sein und eigentlich habe ich persönlich und Jack auch nichts gegen Dunkelelfen. Diese ganze Kriegsgeschichte ist so ein bisschen verworren. Ich weiß nicht, warum diese Völker sich bekriegen. Wahrscheinlich kulturelle Differenzen, vermutlich, das ist es ja meistens so. Oder aber wirtschaftliche Interessen, was ich aber echt offen gestanden nicht glaube. Naja, wie auch immer, wir haben ihn leben lassen. Und nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben, er hat sich übrigens sehr bedankt und vielleicht ist irgendwann mal Frieden möglich, meinte er, sind wir jetzt hier wieder am Ausgang von den Höhlenkomplex und da sind wir das letzte Mal schon raus und da stand dann so ein ganz böser Dinosaurier, der uns gleich geschlagen hat und dann sind wir wieder zurück rein. So, und jetzt versuche ich mal, wie das ist, wenn ich in den Stealth gehe. Dann gehen wir hier mal raus und gucke mal, wo der Saurier jetzt ist. Da steht er. Und ich glaube, dass wir am besten gleich mal wegfliegen. Genau, wir fliegen am besten gleich weg. Genau so. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich möchte nur mal gucken. Ist das Marissa? Nee, das ist der Dings. Dann fliegen wir weiter. Ich möchte noch mal zu Marissa. Ich weiß nicht, ob ich mit der noch mal sprechen kann. Die war irgendwo da drüben. Weil, ne? So, genau. Die sind irgendwo da drüben, diese Nomaden. Und es besteht ja eigentlich kein zwingender Grund, warum wir jetzt mit diesen Viechern kämpfen sollten. Oder sollen wir noch ein bisschen leveln? Das wäre natürlich auch zu überlegen. Irgendwo müssen die doch sein. Wir fliegen jetzt hier mal so ein bisschen rum, gucken uns um. Ich meine, wir könnten die vielleicht wieder versuchen, von oben zu erschießen. Das hat ja immer den Vorteil, dass man levelt. So, jetzt gehe ich erstmal in den Stern. Das Dumme ist bloß, dass die Stealth, das treffe ich noch nicht mal, glaube ich das. Jetzt ist das Vieh so groß und ich treffe es nicht. Kann es denn wahr sein? Oh, okay. Siehst du, das ist genau das Problem. Man kann dann nämlich nicht. Die stellen sich in einen Winkel auf, wo du sie von oben nicht mehr treffen kannst. Gehen wir mal gucken. Wo bist du denn? Sehe ich wieder bloß den Schwanz. Aber Schwanz kann man auch treffen. Ja, Schwanz, 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 komm her. Ah, man kann auch vorbeischießen. Jepa. Na komm, dann fliegen wir halt noch ein Stück. Fliegen wir mal darüber. Jo. Komm her, Falke. Oh, oh. Oh, wo bin ich jetzt? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, egal. Wo ist er denn? Wo ist das Vieh? Oh, das sind viele. Nix wie weg hier. Nix wie weg hier. Oh Mann, also das war jetzt vielleicht dann doch ein bisschen zu mutig, was ich hier tue. Es werden ja immer mehr Viecher. Wo seid ihr? Wo seid ihr, Viecher? Aber ich fände es nicht schlecht, noch ein bisschen zu leveln. Insofern, ich glaube, nein, wir haben ihn noch nicht. Ah, komm her. Der Winkel ist doof. Da kann er echt bloß auf die Schwanzspitze schießen. Und da dauert, mag das dann eine Weile dauern, bis wir ihn haben. Er scheint am Schwanz nicht besonders empfindlich zu sein. Jappa, okay. So, wo ist jetzt das andere Vieh? Dann fliegen wir halt wieder ein Stück. Mit unserem Falken. Und gucken mal von da aus, wie es aussieht. Komm her, so. Ich meine, diese Fliegerei ist ja wirklich nicht schlecht. Da war doch noch so ein komisches Vieh, oder? Hm. Da war doch noch was, was mich gejagt hat. Okay, dann gehen wir in den Stealth. Oh, nein, ich will nicht Pferd. Quatsch, ich will nicht mit dem Pferd reiten. Mehr? So, Falke? Ah! Gargoyle. Komm her.
Komm, noch einen, dann dürfen wir dich haben. Jappa. Okay, alles klar. So, dann nehmen wir das auch mal mit, was du da hast für uns. 90 Gold. Genau, so ist denn jetzt Marissa irgendwo hier. Marissa, hallo. Ich wollte wirklich bloß gucken, ob Marissa da ist, aber Marissa ist nicht da. Da steht jemand anders. Können wir dann vielleicht mit dir reden, Freund? Jordan. Hey, Jordan. Greetings. My name is Jordan. Hallo, Jordan, wir sind Jack. Ist das alles? Kann ich sonst nichts mit dir reden? Jordan. Okay, Marissa ist nicht da. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir denn hier noch so entdecken können. Vielleicht laufen wir doch nochmal nach da hinten. Wahrscheinlich gibt es da bloß wieder irgendwelche Viecher, die mich erschlagen wollen. Aber vielleicht finden wir ja noch irgendwelche coolen Sachen. Nach wie vor weiß ich nicht, was mit diesem schwarzen Stein ist. Irgendein Questgegenstand, aber... Kommen wir da irgendwo hin? Glaube nicht. Oder doch? Nee. Also offensichtlich haben wir das Gebiet weitestgehend schon abgegrast. Da geht's nirgends rein. Nein. Da geht's wirklich nirgends rein. Da ist bloß das Lager. Marissa ist nicht da. Kann man eigentlich in die Zelte? Glaube auch nicht. Dann gehen wir hier noch um die Ecke gucken. Vielleicht finden wir ja Marissa doch oder irgendwas anderes. Aber es sieht nicht so aus. Okay, gut. Dann denke ich, laufen wir wieder zurück. Mal gucken, ob wir noch das eine oder andere Vieh mitnehmen. Wobei ich ja sinnvollerweise glaube, ich sollte dann ein bisschen speichern. Übermut tut selten gut. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier schon das gesamte Gebiet abgegrast haben. Ich glaube, wir waren da schon überall. Ich glaube nicht, dass da allzu viel zu finden ist. Es ist tatsächlich so, dass es doch nicht so viele Höhlen gibt. Ich meine, wir könnten noch diese eine Höhle, die wir nicht genommen haben, diese Ork-Höhle, da sind wir ja da in dem Gebiet, wo wir, ne, in dem Gebiet, wo wir die Dings, das Pferdchen bekommen haben. So, hast du eigentlich noch irgendwas für mich? Nee, du leuchtest gar nicht, oder? Doch, du leuchtest. Okay, dann nehmen wir mal gucken, was wir hier haben. Ein bisschen Dinomit wäre ja nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie unsere Verpflegungssituation im Augenblick aussieht. So. Dinomit. Sehr schön. Und dich nehmen wir auch mit. So, und dann laufen wir einfach mal ein Stück weiter. Ups, ja. Der arme Jack kann leider nicht rennen. Oder warte mal, kann man den irgendwie zum Rennen bringen? Lass mal gucken. Options. Customize Keys. Aber ich glaube, Rennen ist nicht. Nee. Ich kann bestenfalls den Autorun machen. Autorun. Okay. Gut. Da sind diese Herrschaften. Können wir denn mit euch nochmal reden? Oder steht ihr nur einfach da so rum? Ich glaube, mit euch kann man nicht mehr reden. Also, so. Da drüben ist wieder so ein komisches Vieh. So, komm, und? Wieso kann ich mich nicht verstecken? Ich will mich aber verstecken, verdamm ich aber auch. Sonst muss ich wieder fliegen. Komm, wir gehen ein bisschen näher. Ist da noch irgendwo anders ein Vieh? Nein. Wie viele Viecher seid ihr? Das ist immer so die Frage. Mehrere. Mehrere. Okay, wir versuchen es mal. Komm, komm, komm. Eigentlich sind sie ja groß genug, damit man sie treffen sollte, ne? Die können echt einiges ab hier, die Viecher. Und dann nehmen wir mal mit, was du für uns hast. Ich glaube, das ist bloß dieses komische Fell. Noch können wir mitnehmen. Wir haben ja wieder die Rune des Strength an. Dann können wir ja ein bisschen mehr mitnehmen. So, komm her. Ah, daneben. Da noch einer? Nein. Also zum Leveln wäre es halt nicht schlecht, weil irgendwann müssen wir ja gegen diesen blöden... gegen diesen blöden Dings angetreten. Dämon. Da würde es vielleicht Sinn machen,
ein paar mehr. Stufen zu haben. Komm, Dinomit. Dinomit. Oh, einer. Ah! Lauf, Jack. Lauf, Jack. Oh, der verflixt, der ist flink. Komm und... Jawohl, alles klar. Wunderbar. Und Level up. Sehr, sehr schön. So, komm her. Tank. So, und dann nehmen wir da drüben das Dinomit noch mit. Und ich denke, dann werden wir mal nach Avon zurückkehren. Ah, super. Oh, kein Dinomit? Doch, komm, Dinomit. Irgendwo ist Dinomit. Komm her, komm. So. Dann nehmen wir erstmal das mit. Dann werden wir ein bisschen Zeug verkaufen. Werden uns ein Häuschen kaufen. Komm her, Springhüpf. So, wie müsste ich mich denn jetzt wieder aufstellen? So, wunderbar. So, und wie schwer sind wir jetzt? Zu schwer. Okay. Naja, dann lass mal halt einen. Warte mal. Was lassen wir fallen? Was lassen wir fallen? Ein bisschen zu schwer. Prison Key. Der wiegt so gut wie nix. Sunsword. Welches habe ich eigentlich? Damage 20 bis 20. Ups, genau. So. Gorgonheit. Aber komm. Drop this item. Yes. Gut. Okay, dann haben wir das jetzt weg. Ich denke, dann nehmen wir jetzt wieder unseren... Mal gucken, wo müssen wir hin? Genau. Dann nehmen wir jetzt wieder einen unserer Flugfreunde. Und werden vielleicht nochmal ganz kurz in diese Gegend fliegen, wo die Festung ist. Und uns da vorne nochmal mit dem Händler unterhalten. Vielleicht hat der uns noch irgendwas zu sagen. Möglicherweise. Ich glaube aber eher nicht. So, gelandet. So, kann ich mit dir nochmal reden, mein Freund? Resner. Restfriend. The Wastelands are dangerous place. Okay, also da ist auch nichts mehr zu wollen. Dann fliegen wir wirklich ganz kurz. Jetzt nehmen wir halt den Saurier nochmal da hoch. Aber ich glaube wirklich, dass wir weitestgehend alles erkundet haben. Das ist ja Heronmoor da vorne. Da ist die Festung. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht noch irgendwas entdecken können. Ich glaube aber nicht. Da haben wir das letzte Mal ja eigentlich auch nichts gesehen. Was irgendwie von Wert gewesen wäre. Außer die Erinnerung. Ja, komm. Sieht wirklich nicht so aus, als wäre da irgendetwas. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt ist. Wir haben die Dunkelelfen ja leben lassen. So, da kommt wieder irgendwas auf mich zu. Irgendwas hat da schon wieder schwere Schritte. Wo sind diese schweren Schritte? Verflixum aber auch. Die Kiste da oben haben wir schon gelernt. Okay. Also gut, Leute. Ich glaube, dass wir dann einfach wieder zurückreisen nach Avon. Und zwar gehen wir nach South Avon. Komm her, so. South Avon. Ein bisschen was verkaufen. Kann ich nicht, hallo? Jetzt. Travel to South Avon. Yes. Und da werden wir jetzt ein bisschen handeln. Das muss schon sein. Ich freue mich auf das Häuschen. Wow, schaut mal, da bin ich. Wunderbar, schaut, schau. So, dann gehen wir erstmal verkaufen. Da gehen wir vielleicht zuerst zu den Bogen. Verkaufen diese Elfenbogen. Bögen. So. Da gibt es ordentlich Kohle. Komm her, mein Freund. Alan. Greetings, Rex. Nein, good morrow, Sir. Okay, ich will handeln. So, und jetzt verkaufen wir einen Elfenbogen. Yes. Und noch einen Elfenbogen. Yes. So, okay. Unsere Rüstung lassen wir an. Cross Lightbow. Der wiegt immerhin 12. Weg damit. Yes, verkaufen wir auch. Oh, meine Dietriche. So viel braucht man gar nicht. Habe ich schon festgestellt.
So, okay. Da. Die Zähne kriegst du auch. Dann haben wir hier den Elfendecker. Brauche ich ein Schwert, ein Dings, ein Elfendecker? Der macht ganz schön ordentlich Schaden, dieser Dolch. Na komm, wir verkaufen ihn. Okay, so, was haben wir denn hier noch? Eigentlich nichts mehr. Temple Key. Brauche ich das noch? Na gut, das wiegt auch so gut wie nix. Das Journal. Rune. Die Sachen kann ich gar nicht verkaufen. Okay. Amulet of Defense. Es wiegt eigentlich auch so gut wie nix. Okay, gut. Jetzt ist die Frage, wo konnten wir denn den Schlüssel kaufen? War das bei Smitty? Und was kostet der Schlüssel? Oder war das da bei diesem... Da gehen wir mal ganz kurz gucken. Bei diesem Gemischtwarenhändler? So, welches Schwert habe ich denn jetzt? Ich habe das Sandschwert. Dann kann ich eigentlich das andere... Dann kann ich eigentlich das andere verkaufen. Es gibt bestimmt ordentlich Kohle, Hi-Tuna. Greetings. So. Trade. Wunderbar. Ich will verkaufen. Und wir haben jetzt zwei Schwerter. Wir haben das Sunsword. Das ist das hier. Das 80 bis 240. Und wir haben das Scroll Sword. Das verkaufen wir jetzt. Genau. So. Okay. Hast du einen Schlüssel? Ne, du hast, glaube ich, keinen Schlüssel, gell? Okay, dann ist es, glaube ich, bei dem Herren mit dem... Mit dem Brot. Mal gucken. Ich glaube, du hattest den Schlüssel oder aber der Tränkemacher. Sollen wir gleich mal gucken. So. Hattest du den Schlüssel für mich, mein Freund? Yeldin? Hallo, Sir. Hallo, mein Süßer. Small. Na, Small Home Key. Wuppa, gekauft. Yes, ich will ein... Komm, wir nehmen noch ein bisschen Dings mit. Ein bisschen was zum Essen mit. Genau, so. Da müssen wir nicht jagen. Jetzt haben wir also ein Haus. Hihi. Das gehen wir auch noch suchen. Du hast, glaube ich, auch allerlei Fleisch. Komm, dann kaufen wir noch ein bisschen. Wir müssen ja jetzt nicht jagen. I bid you welcome. I bid you a welcome. I bid you a welcome. Juppa, komm. Ich finde ja, dass der Speiseplan immer schön ist. Ach, schon wieder Schwein. Egal, und komm jetzt noch ein Chicken. So. Ich glaube, dass wir jetzt genug zu essen haben. Juppa. Und der Speiseplan ist ausgewogen. Und dann gehen wir jetzt gucken, wo wir unser Häuschen haben. Ich glaube, das ist irgendwo da oben, könnte man das Häuschen haben. Und dann müssen wir mal gucken, wir haben ja noch diesen einen Quest. Small House Key. So, wo kriege ich denn jetzt ein Häuschen her? Da nicht. Da? Auch nicht. Komm, wir haben doch jetzt einen Schlüssel. Ich glaube, es war hier. Small House, locked, impossible. Jeppa, wir haben ein Haus. Ist das nicht cool? Wir haben ein Haus. Ich bin begeistert. Juhu! Was können wir hier jetzt machen? Eigentlich gar nichts, außer ein Haus haben. Kann ich es denn einrichten? Ich kann es nicht einrichten. Naja gut, okay, egal, wir haben ein Haus. Auch mal schön, oder? So, jetzt gehen wir mal kurz nach diesem Quest gucken. Kleinen Augenblick, bitte. Jetzt gehen wir kurz nach diesem Quest gucken, den wir da noch haben. Family Conflict. I have agreed to meet her at the Wayward Inn. The Wayward Inn. Okay, dann tracken wir das mal. Und dann gehen wir mal, ne? Geben wir ihr die 500 Gold. Ich glaube, Wayward Inn ist die Kneipe hier in Southaven. Und die ist, glaube ich, da unten. Bist du Wayward Inn? Lass gucken. Nein, du bist The Storm. Okay, also gut. Gut, dann reisen wir jetzt nach Northaven. Dann muss da irgendwo
können wir... Ja, ich will darüber, genau. Jetzt gucken wir mal, ob diese Kneipe da ist. Und nach wie vor, irgendwie fehlt mir ein Quest. Muss mal gucken. North Gate. Wo ist diese Kneipe? Na, vielleicht sprechen wir jetzt erstmal mit dem Archmage, wenn wir sowieso schon hier sind, oder? Sollen wir das nächste Mal machen? Nur irgendwie eine unsinnige Folge hier, die ich fabriziert habe. Tower of the Archmage. Ne, wir gehen erst ein bisschen Northavon entdecken. Irgendwo muss die Frau doch sein. Jetzt lasse ich das einfach mal an. Trevor's Haus. Haus. Zeds Haus. Da hat es lauter Häuser. Da ist die Jewelry. Avon Library. Dann suchen wir mal noch ein bisschen, ob wir irgendwo diese Kneipe finden. Irgendwo war eine Kneipe, das weiß ich. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Hier sind auch überall Häuser. Das ist überhaupt die Frage, Mensch. Ob wir mal mit Z sprechen sollen? Hier mit diesen Häusern? Schaden kann es ja nichts. Straight Arrow. Da kann ich jetzt Bögen. Large Home. Aha, da kann ich ein großes Heim kaufen. Jetzt gehen wir mal in dieses Haus. Vielleicht kriegen wir ein Quest. Kann ja sein, oder? Genau, okay, dann sprechen wir mal mit der Dame und dann machen wir aber wirklich Schluss. Oh, du bist ein Herr. Entschuldige, Lord Carowin. Good day. I am Lord Carowin. Ah ja, das ist fein. Hallo, ich bin Jack. Tell me about House Carowin. So, erzähl mir mal so ein bisschen was. Du hast übrigens einen coolen Hut auf, mein Lieber. We are one of the oldest noble families in Tyrias. Oh, das ist schön. My ancestors were knighted by King Orin himself centuries ago. Oh, seine Vorfahren wurden also zum Ritter geschlagen. If you wish to join us, you must complete a series of challenges. Okay, wenn wir dazu... Da müssen wir... Okay. Ja, do you wish to join House Carowin? Also, schaut an, da gibt's dann doch noch mehr Quests. Das ist also ein Rittenorden und der ist schon Jahrhunderte alt. Die Vorfahren sind schon von irgendeinem alten König zum Ritter geschlagen worden. Und wenn wir da mitspielen wollen, dann müssen wir eine Menge Quests erledigen. So, wollen wir joinen? Ja klar, I will join. So, welcome then, friend. When you are ready, you have some I have some tasks for you. Okay, dann sind wir mal ready for the task. Okay, very well. First, I have a test of your skill as a warrior. Och du Jesus. The bears of the Avonshire Hills are known for their ferocity and strength. Prove your worth in combat against them and then bring me 8 bearskins. Okay. Er will 8... Ja, ich muss zeigen, dass ich stark bin. Und muss 8 Bären erschlagen. Kann ich mit dir auch reden, Mädchen? Olivia? Olivia? Greetings, friend. How can I assist you? Ach, guck mal, die kann mich trainieren. Das ist ja mal ziemlich gut. So, Bow. Crossbow haben wir keinen mehr. Gut, ich glaube nicht, dass das unbedingt notwendig ist. Da hätte ich vielleicht früher hingehen müssen. Aber jetzt machen wir wirklich mal Schluss, Leute. Also so geht's ja nicht weiter. Ich spiele hier Stunden rum mit nix und wieder nix. Das nächste Mal gehen wir die Kneipe suchen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend und auch ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.